Betrüger in Uniform. Die Polizei ist schon unterwegs. Wenn die gleich kommen, ist es für sie zu spät. Das müssen wir jetzt eben klären vor Ort. Ne? Sonst mache ich Ihnen noch eine Anzeige wegen Fahrerflucht. Mit wenigen Requisiten für ein paar Euro machen Betrüger oft das ganz große Geschäft. Und das immer wieder. Es gibt keinen anderen Tätertypus, der so häufig rückfällig wird wie der Betrüger. Damit Sie nicht gutgläubig auf diese Maschen hereinfallen, testen wir mit versteckter Kamera. Wird unser Lockvogel als falscher Postbote für sein wertloses Paket eine teure Nachnahmegebühr kassieren? Da kam schon richtig gut rüber. Wir haben erhalten für die 60 Euro. Zweimal Hundefutter im Wert von gut 1,50 Euro. Und jetzt ist mir sehr peinlich, ich muss gerne sagen. Und wir testen, ob Lockvogel Toni als falscher Parkplatzwächter auf kostenlosen Parkplätzen mit ein paar Utensilien einfach Gebühren kassieren kann. Haben Sie ihn für echt gehalten? Irgendwelche Zweifel, nee, dass irgendwas nicht... für echt, weil er hat ein Namensschild, er hat... Klar, man fällt drauf ein. Wie schnell Menschen auf Betrüger in Uniform hereinfallen, weiß dieser Mann. Als falscher Wasserwerker betrügt er jahrelang vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes. Weil eine Frau war einmal, sag ich mal, über 5.000 Euro, hat sie gespart. Dann war einmal über 7.000 Euro. Da gab auch mal Fälle, da war nur 700 oder 500. Erfahrene Strafverteidiger wie Burkhard Benneken wissen, vor erfahrenen Trickbetrügern ist kaum jemand sicher. Kleider machen Leute, Sprache macht die Musik. Und eine gute Uniform ist 70-80% eines erfolgreichen Betruges. Betrug Nummer 1, wenn der falsche Postmann klingelt. Und so funktioniert's. Unser Lockvogel behauptet, am Samstag in Geschäften ein Paket für den Chef abgeben zu müssen. Da am Wochenende der Chef meist nicht da ist, soll der Mitarbeiter die Nachnahme bezahlen. 59,63 Euro bekomme ich einmal. Anwalt Burkhard Benneken aus Mahl hat schon viele Betrüger vertreten und kennt deren Miesemaschen. Sein Lockvogel ist ein ehemaliger Mandant, Toni. Als Betrüger zieht er jahrelang ahnungslosen Opfern das Geld aus der Tasche. Heute ist er ein ehrlicher Geschäftsmann, hat aber die alten Tricks noch nicht vergessen. Jeder Trickbetrug will vorbereitet sein. Die Zutaten sind im Prinzip ganz einfach. Man braucht eine Uniform, die natürlich glaubwürdig rüberkommt, mit einer entsprechenden Beschriftung. Man braucht dann die weiteren Zutaten für einen Paketdienst, beispielsweise das Paket. Das muss irgendwas sehr Wichtiges für den Chef da sein oder für das Geschäft. Der Barcode ist sehr groß sichtbar. Ja. Wir haben dann auch noch hier an der Stelle Sonderzustellung markiert. Das Ganze macht auf den Kunden, so hoffen wir jedenfalls, entsprechenden Eindruck. Ganz wichtig ist, dass die Uniform sitzt, dass sie gut rüberkommt. Denn nicht nur für den Hauptmann von Köpenick galt schon, Kleider machen Leute. Ja. Eine gute Uniform gehört heute zu jedem richtig professionell durchgeführten Trickbetrug. Die Uniform haben wir im Internet bestellt, die Paketscheine dort heruntergeladen, am Computer verändert und ausgedruckt. Anwalt Burkhard Benneken weiß aus seiner jahrelangen Praxis, es sind Details, die darüber entscheiden, ob Betrüger in Uniform Erfolg mit ihren miesen Maschen haben. Das ist also ganz wichtig, dass sie dann auch mit der Kiste und dem Wagen vielleicht in das Geschäft gehen, wo wir dann das Paket angeblich zustellen wollen. Damit das Gewicht auch stimmt, packen wir noch eine Kleinigkeit rein. Wir haben da zum Beispiel ein bisschen Hundefutter besorgt und schon haben wir ein Paket, das theoretisch ein echtes Paket sein könnte mit einer angeblich wichtigen Sendung. Gut präpariert steuert der falsche Postbote das erste Geschäft an. Wir haben ein Paket per Nachname für den Herrn 59,63 Euro bekomme ich einmal. 59,63 Euro. Ja. Und einen Stempel haben wir auch da von Firma. Dankeschön. Der Beleg ist auf den Lieferschein drauf mit der Summe 59,53 Euro. Ne? Bestellen Sie den Herrn. Schöne Grüße. Dieser junge Mann hat gerade knapp 60 Euro bezahlt. Und würde diese im Falle eines echten Betrügers auch nicht wiederbekommen. Und, wie sieht's aus? Sehr gut. Das Paket habe ich abgegeben, Geld habe ich erhalten, habe ich bekommen Cash. Das war's. Wahnsinn. Natürlich lösen wir die Situation auf und geben dem noch immer ahnungslosen Verkäufer das Geld zurück. Also, da kam schon richtig gut rüber. Hat er Ihnen irgendwas mitgegeben, was Sie überzeugt hat? Den Namen des Chefs? Ja, den Namen des Chefs. Er kam rein, hat gesagt, ja, schönen guten Tag, ich habe ein Paket für meinen Film Klaus. Er wusste sofort, dass es für den Chef ist, ja. Und das hat Sie überzeugt? Das hat mich überzeugt. Vielleicht können wir mal in das Paket reinschauen, was denn überhaupt drin ist. Zwei Dosen Hundefutter. Ja.
wert ein guter Euro, nicht mehr. Und Sie haben uns dafür stolze 59,63 Euro gegeben. Für uns ein ganz guter Verdienst. Die wir auch wieder sofort zurückerstatten. Nehmen Sie demnächst nicht so viel Pakete an von den Leuten, die Sie nicht kennen oder einen Ausweis nachtragen. Sonst wäre das Ihre Kündigung. Der Chef würde sich nicht freuen mit 265 Euro weniger. Da haben Sie recht. Ja. Der 19-jährige Verkäufer ist dankbar für diese Erfahrung, denn auch im Privatleben wäre er auf den falschen Postboten hereingefallen. Privat würde ich das auch machen, wenn es jetzt meine Nachbarin wäre, würde ich das auch machen. Wenn das auch mit dem Geld wäre, würde ich vorstrecken, sagen, ja, so würde ich das vorstrecken, das Paket an mich nehmen. Daraus lerne ich, dass ich nicht alles annehmen darf, ohne erstmal davor reinzugucken, was das ist und so. Die Opfer unseres Tests haben wie im echten Leben kaum eine Chance, den Betrug zu entdecken. Der Anwalt und sein Lockvogel haben sich an Tricks echter Betrüger orientiert. Das Ganze ist besonders fies. Als Absender haben wir nämlich die Steuerbevollmächtigten Sartorius und Salomon. Und die Sendung soll eine wichtige Steuerhardware für das dritte Quartal 2012 sein. Und wenn alle Maschen nicht klappen, dass sie notfalls auch persönlich werden, indem sie sagen, was soll ich denn meinem Chef sagen, wie soll ich denn mit dem Paket jetzt zurückkommen, dann werde ich ja hinterher noch gefeuert, wenn ich das nicht zustellen kann. Betrüger sind kreativ, nehmen Sie da kein Blatt vor den Mund. Ja. Diese neue Taktik testet Lockvogel Toni gleich im nächsten Geschäft. Auch hier wird der falsche Postbote in Uniform ohne Nachfrage für echt gehalten. Wir haben ein Paket für Sie, per Nachname. Ich denke mal, das kommt von Düsseldorf, Finanzbeamter. Haben wir einen Stempel da? Jetzt. Ist für die Firma. Ja. Ich denke mal, Ihr Chef weiß okay. Bescheid, oder? Ja. Damit hätte ich gerne einmal 93,63 Euro, bitte. 59? Ja, 59,63 Euro. Das ist für Sie, ja? Dankeschön. Hier bekommt unser Lockvogel Toni sogar ein Trinkgeld. Anwalt Burkhard Benneken wartet schon vor der Tür. Keine Probleme gehabt, keine großen Nachfragen. Überhaupt keine. Der erfahrene Anwalt ist selbst erstaunt, wie mühelos dieser Betrug funktioniert. Er klärt jetzt mit seinem Lockvogel die Männer über die Betrugsmasche auf. Sie haben ja gerade ein Paket angenommen, obwohl Sie nicht wussten, was da drin ist und woher das Paket kam. Ich denke, unvorsichtig sein. Wissen Sie, was Sie da gerade bezahlt haben, was Sie da im Päckchen hatten? Vielleicht könnten nix, wir ja? Das mal einmal aufmachen? Einmal aufmachen, bitte. Hundefutter. Ja, wir haben da einen Hund. Aber 59,63 Euro ist natürlich dann schon nicht wenig. Was wäre gewesen, wenn er jetzt nicht 59 Euro verlangt hätte, sondern 590 Euro oder vielleicht noch mehr? Da hätte ich mal geguckt, dann wüsste mir, was wir bestellt haben. Ab 100 hätte ich ungefähr gefragt, was ist da drin. Aber so 59 war gerade die Grenze, die man einfach so abgibt. Ja? Er hat mir sogar Trinkgeld dabei gegeben. Er hat seine Arbeit professionell gemacht, muss ich sagen. Ich gebe ihm nochmal das Geld zurück. Ja. Aber ich möchte jetzt diesmal dazu Trinkgeld auch. Ja? Wiederschön. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Merkt mir mal Ihre Gesichter. Dieser Trick funktioniert so oft nicht nur wegen der falschen Uniform, sondern auch wegen der relativ geringen Summe. Ja, ich denke mal so, das sind die typischen 100 Euro. Ab da fängt man dann irgendwo an zu überlegen, Moment, welcher Adressat ist das, kennt man, aber bei diesem Betrag war nichts Außergewöhnliches. Ja, ich denke mal, künftig werde ich zumindest darauf achten, welcher Adressat, Lieferant das ist, ob der mir bekannt vorkommt, aber ich glaube einfach, wenn keiner hier ist, den man irgendwo fragt, hör mal, hast du das bestellt oder so, ne, ich glaube, könnte man noch öfter mit durchkommen mit der Nummer. Wie erfolgreich dieser Betrug funktioniert, erleben wir auch in diesem Geschäft. Allerdings muss Lockvogel Toni hier den Trick mit dem falschen Postboten noch einmal verschärfen. Wir haben ein Paket für Sie. Ja, für mich? Ja. Sind Sie sicher? Ja, ja, ist für Sonnenstudio, ne? Ja, für Sonnenstudio. Ja. Da ist ein Paket per Nachname, 59,63 Euro bekomme ich dann einmal bitte. Oh, und einen Stempel. Mein Chef ist nicht da. Können Sie einmal anrufen? Ja, hallo Chef, ich bin sie, Katharina. Hier ist ein Paket für dich. Soll ich das abnehmen? 59,63 Euro. Keine Ahnung. Besser nicht, ne? Ne. Unser Betrug scheint hier also zunächst nicht zu funktionieren. Doch dann greift Ex-Betrüger Toni noch tiefer in die Trickkiste. Darf ich dir mal sprechen? Ja, warte mal, ich gebe den Post, ja? Schönen guten Tag, Paket ins Mal.
So, hallo, ich habe eine per Nachname von 59,63 Euro für Sie. Okay, weil da drauf steht auch Eilpost. Ne? Während die Mitarbeiterin von einem zweiten Lockvogel gezielt abgelenkt wird, bereitet Toni seinen Betrug vor. Okay, danke schön. Okay, tschüss. Sollen Sie annehmen, ne? Ja? Ja. Wenn sie mich angenommen hätte, wäre die Fahrt noch mal gekostet. Das wäre teurer gewesen für Ihren Chef. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ne? Tschüss. Das ist unglaublich, dass es fast überall funktioniert. Wir sollten jetzt natürlich die Dame aufklären und die Sache richtig bevor stellen. Bevor sie ihren Job verliert. So, rein. Guten Tag. Das ist angeblich Herr Goran. Ja. Tatsächlich haben wir einen Test gemacht mit versteckter Kamera. Aha. Und ich habe gerade gehört, dass Sie ihm knapp 60 Euro überreicht haben für ein angebliches Paket. Ja. Für Ihren Chef. Ja, das stimmt. Hatten Sie irgendwie Zweifel daran, dass irgendetwas nicht richtig sein könnte? Nee, überhaupt nicht. Also wirklich, deswegen habe ich zu meinem Chef auch angerufen. Habe ich gefragt, ob ich es abnehmen soll. Hat der Chef Ihnen denn gegenüber bestätigt, dass das okay ist? Oder? Erstmal hat er gesagt, nein, du nimmst das nicht ab. Ja. Also ich gehe alleine zur Post, ne? Aber der Mann hat gesagt, kann ich vielleicht mit Ihrem Chef sprechen? Ja. Hat er auch gesprochen, mein Chef hat gesagt, ja, nehmen das ab. Haben ja. Sie das mitbekommen oder war es möglicherweise ein Trick von ihm, dass er Ihnen nur vorgegeben hat, der Chef hätte zugestimmt? Ne, doch, er hat gesprochen mit meinem Chef. Ja. Das weiß ich selber, habe ich gehört. Okay. Und genau das ist das Miese an diesem Betrug. Das Opfer merkt gar nicht, dass der Chef am Telefon schon längst aufgelegt hat und der Betrüger nur noch so tut, als würde er mit ihm telefonieren. Okay. Sollen Sie annehmen, ne? Ja? Ja. Aber der Chef hat gesagt, nehmen Sie das Paket wieder mit. Also, nee, das habe ich nicht gehört, weil der Mann war auch dabei, richtig. Der andere Mann war auch dabei. Das war die versteckte Kamera? Ja, also, und hier waren noch zwei Kunden, deswegen, ich stand ein bisschen unter Stress. Es ist natürlich ganz mies, ja. Wir haben natürlich auch darauf gesetzt, dass möglicherweise noch andere Kunden hier reinkommen, Sie unter Druck sind, genau. Unter Stress sind. Sie haben erhalten für die 60 Euro. Okay. Zweimal Hundefutter im Wert von gut 1,50 Euro. Gut, jetzt ist mir sehr peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche Ihnen nicht peinlich zu sein. Es ist auch sehr, sehr schwer, das wirklich zu erkennen. Ja, das stimmt. Also gerade auch nochmal der Hinweis, dass er sich bereit erklärt hat, mit Ihrem Chef zu sprechen, war für Sie gerade so ein Signal von, das ist seriös. Und das sind die Trickbetrüger, wenn Sie richtige Profis sind. Bei unserem Test sind wir unser Paket immerhin in 4 von 5 Geschäften losgeworden und haben jedes Mal für Hundefutter im Wert von nicht einmal 2 Euro knapp 60 Euro kassiert. Für echte Betrüger wäre das ein Profit von mehr als 3000%. Wenn man eine Sendung nicht zuordnen kann, egal wie professionell der Absender und der ganze Vorgang dargestellt ist, sollte man sie auf gar keinen Fall gegen Entgelt entgegennehmen, sondern gegebenenfalls einfach abwarten, sich eine Bestätigung geben lassen, dass man das Paket in den nächsten Tagen abholt. Auch wenn der Betrüger sagt, dass man den Namen des Chefs etwa kennt, wenn es um eine Zustellung in einem Laden oder in einer Firma geht, sollte man sich hiervon nicht blenden lassen. Betrüger informieren sich oftmals über ihre Opfer und das Umfeld. Und wenn man nicht Bescheid weiß, sollte man auf gar keinen Fall Geld herausgeben. Der erfahrene Strafverteidiger hat schon oft Betrüger vor Gericht vertreten. Denn trotz ihres anfänglichen Erfolgs, beim Belügen und Bestehlen werden viele erwischt. Betrüger verdienen oftmals relativ gut, nur Betrüger haben eins an sich, sie sind allesamt gierig. Und die meisten werden gerade, wenn sie schon Erfolg hatten mit einigen Betrugstaten, immer gieriger. Und so hatte ich einige Mandanten, die haben die Paketmasche mit dieser Nachnahmesendung sehr erfolgreich betrieben, hatten einige bis zu 20.000 Euro schon damit verdient und haben dann die Nachnahmegebühren immer weiter erhöht. Und dadurch sind sie irgendwann natürlich aufgefallen. Die Strafen für Betrug liegen zwischen Geldbußen, Bewährung oder Haft. Wiederholungstäter landen sogar jahrelang hinter Gittern. Der schnelle Gewinn ist aber noch immer für viele Kriminelle verlockend. Frank R. hat jahrelang viel Geld als Betrüger in Uniform ergaunert und gleich 2 Maschen perfektioniert. Der Betrug auf dem Flohmarkt. Mit einer Weste gibt sich der Betrüger als Sicherheitsmann aus. Dann habe ich mir einfach mal eine angezogen, bin da rumgelaufen. Und dann sagte einer vom Stand mir, sag ich, na, alles okay. Meistens kennen die sich, aber nicht auf alle Flohmärkte. Da kommen auch manchmal neue Leute. Der sagte, ach, hallo, gut, sagst du gerade, da können Sie mal eben auf das Geld hier aufpassen. Ich habe gesagt, ja, ist kein Thema, aber nur, weil ich das Ding an hatte. Dann geht die weg und habe ich da Geld genommen. Da habe ich so reingesteckt und dann mein Fahrrad stand da. Dann bin ich weggefahren und fertig.
Wesentlich profitabler ist der Auftritt als falscher Wasserwerker. Ich sage, ja, Wasserwerke, Name mein Schröder, kann man bitte reinkommen. Gute Neuigkeit habe ich für Sie. Da sagt sie, was denn? Ja, Sie kriegen Wassergeld zurück. So, da sagt sie, ach, wirklich? Ich sage, ja, kriegen Sie, können Sie sich freuen. Und geht das, wenn man bitte reinkommt? Ich habe da gut drauf. Sagt, ja, kommen Sie mal rein. Weil wenn die schon Geld hören, die Leute, dann denken die schon, ja, kommen Sie mal rein. Der falsche Wasserwerker hat die angebliche Rückzahlung nicht passend, bekommt deshalb Wechselgeld und sieht, wo das Geld in den Wohnungen versteckt ist. Die eine hatte das meine Matratze, da war ein Loch. Die eine unterm Teppich mal gehabt, sagen wir die 5.000 Euro. Dann machst du den Teppich hoch, dann konntest du da so ein Holzstückchen hochholen. Und da gucke ich so, Ja, und dann da raus, wieder da runter. Und die eine im Schrank, in der Kleider drin. Da musste ich so gucken, die Kleider ein bisschen rumgewühlt. Ich sag mal, die Älteren haben das schon alle versteckt, meistens auch im Schlafzimmer. Jetzt informiert der falsche Wasserwerker seinen Komplizen, der vor der Tür wartet, per Handy. Dann habe ich nur auf Toilette, immer da und da, alles klar. Dann kamen wir hoch und dann haben wir beide, die Frau da so ein bisschen, ne, und dann abgelenkt und dann ist einer da schon rein, so schnell und weg. Nix. Ganz einfache Masche eigentlich. Bis die meist älteren Leute merkten, dass sie gerade bestohlen wurden, waren die dreisten Betrüger längst über alle Berge. Da war auch doch manchmal richtig viel Geld, haben wir gemacht, ne? Viel, sogar die Ersparnisse da rausgeholt, ne? Manchmal waren ja sogar auch Goldringe irgendwo, wo der gesehen hat, er auch mitgenommen. Frank R. wurde wegen mehrfachen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Heute ist er ein ehrlicher Mann, hat die Kontakte zu seinen alten Komplizen komplett abgebrochen. Aber es gibt viele Betrüger, die mit ähnlichen Maschen ihre Opfer abzocken. Mein Eindruck ist immer noch, dass ganz viele alte Menschen diese Masche gar nicht kennen, obwohl die bereits seit Jahren funktioniert. Ich habe jeden Tag fast neue Fälle aus diesem Bereich. Und man kann den Menschen nur raten, verwahrt kein Geld zu Hause auf. Und wenn es an der Tür oder am Telefon klingelt und jemand sagt, ich komme von den Wasserwerken und möchte Geld zurückgeben, auf gar keinen Fall darauf einlassen, immer darauf bestehen, dass alles schriftlich und offiziell über die Bank abgewickelt wird. Zurück zu unserem Test. Betrugsmasche Nummer 2, wenn der falsche Parkplatzwächter abkassiert. Bei der Parkplatzmasche verkaufen wir Parkplätze gegen Entgelt und behaupten, sie würden uns gehören. Zum anderen geben wir vor, dass wir Autos abschleppen lassen und sagen den Leuten, wenn sie jetzt hier vor Ort bezahlen, dann sparen sie, zahlen nicht einen hohen Betrag, sondern nur ein kleines Entgelt und dafür würde der Wagen dann auch nicht entfernt. Um den Betrug so realistisch wie möglich aussehen zu lassen, hat unser Team wieder einiges vorbereitet. Die Zutaten für den guten Betrug gibt es in jedem Baumarkt. Hier haben wir ein schönes Schild. Unberechtigt geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt. Wir haben dann Schilder Privatparkplatz. Es wird vorgegeben, dass uns angeblich die Parkfläche gehört. Hier haben wir den Parkplatzdienst. Dann haben wir jetzt ein eigenes Schild. Parkplatzdienst GmbH. Dann natürlich auch die Weste. Parkplatzdienst, alles ist seriös. Wichtig bei diesem Trick ist die richtige Wahl. Wo soll der Betrug stattfinden und wann? Das Team entscheidet sich für einen großen Parkplatz mitten in der Stadt. Das garantiert viele potenzielle Opfer. Sie stehen auf einem Privatparkplatz, wo nicht erlaubt ist. Ja? Wo steht und, das denn? Ja, da, sehen Sie nicht. Und ich hatte Sie schon aufgeschrieben, ja? Der Abschleppdienst ist schon da. Ich würde lieber warten, bis die Polizei kommt, dass wir das vor Ort regeln können. Sonst machen Sie einen Fahrerflucht, weil ich habe Ihren Kennzeichen, weil Sie hauen von der Polizei dann ab. Hier darf man nicht parken. Ja, wem gehört dieser Parkplatz? Gehört ein Kaufmann, der ein Ladenlokal hat, der das seit einer Woche gekauft hat. Ne, das kostet Sie mittlerweile schon 85 Euro. Ich kann es auch abbestellen. Mach mal zu. Ja, bestell es ab. Ne, ich kann Ihnen ein Angebot machen, ja? Sie zahlen mir vor Ort 20 Euro und die Sache ist gegessen. Ich gucke mal, was da drauf ist. Ja, gucken Sie. Wollen Sie das schon mal zahlen für den Vater? Als erfahrener Ex-Betrüger weiß Toni, er darf sein potenzielles Opfer nicht zu lange überlegen lassen. Er muss den Mann schnell dazu bringen, zu bezahlen. Sonst fliegt der Betrug bei längerem Nachdenken auf. Lockvogel Toni erhöht noch einmal den Druck. Die Polizei ist schon unterwegs. Wenn die gleich kommen, ist es für Sie zu spät. Das will ich Ihnen nur sagen. Ich häng bei Ihnen. Ne? Ich kann Ihnen nur sagen, für 20 Euro ziehe ich die ganze Sache zurück. Sie können auch gerne wegfahren einfach. Dann mache ich eine Fahrerfluchtanzeige und das war's. Mit 20 Euro? Ja. Ja, dann bestelle ich ab.
gebe ich Kennzeichen durch. Was haben wir dann? In der Hand? Ja, erledigt. Deine Sache ist erledigt. Ich habe schon dein Kennzeichen durchgegeben. Kommt nichts mehr, wenn ich es dir sage, kommt nichts mehr. Wir machen 20er so ja, und fertig. Wenn, und wenn es doch kommt? Kommt nicht. Wenn ich dir sage, ich bestelle das ab, dann bestelle ich das ab. Wenn du abhaust, kommt da was Richtiges. Wo ist denn das Schild, von dem Sie gesprochen haben, hier außen? Da, hat dein Vater schon gesehen. Da steht zwar, und aber das an der Straßenverkehr da. Ja. Ja, hallo. Mit der RE hat sich erledigt. Dieser Herr macht das nie wieder, dass der auf diesem Gelände parkt. Das können Sie zurücknehmen, ja? Okay. Was niemand ahnt, der erfahrene Ex-Betrüger tut die ganze Zeit nur so, als würde er telefonieren. Das mache ich nicht bei jedem. Jetzt mache ich das für Sie. Und ja, dann gib mir die 15, ist auch gut. An dieser Stelle erlöst Anwalt Burkhard Benneken den sichtlich genervten Autofahrer und seinen Sohn. Wir wollten Sie jetzt mal fragen, was hat Sie bewegt, ihm vielleicht doch zu glauben? Eigentlich habe ich ihn doch nicht geglaubt. Ja. Ich wollte eigentlich nur hier wegkommen. Sind Sie unter Druck gekommen nach dem Motto, es könnte Ärger geben, es könnte ja, Stress geben? Es könnte Ärger geben, aber 15 Euro ist mir das wert. Wäre ich abgekommen. Okay, also der Betrag war jetzt auch nicht so hoch, dass Sie gesagt haben... Und wo er schon mit 50 einverstanden war, das war schon ganz komisch. Okay. Natürlich bekommt dieser Mann seine 15 Euro zurück. Wo ist dein Auto? Mein Auto weg schon. Wo? Auf der anderen Seite. Aber du standest ja auch gerade hier. Kriegst du von Stadt Bescheid. Warum so passiert, immer kostenlos gewesen und plötzlich... Ja, weil das hat ein Geschäftsmann gekauft und hat gesagt, jetzt ist nur noch parken mit Geld. Ja, so, jetzt hast du gemacht Fahrerflucht, weil wir haben die Polizei wegen dein Auto hier hingeholt und du bist einfach weggefahren. Das gibt's doppelte Anzeige. Aber kann ich Sie mal ganz kurz unter vier Augen sprechen? Kommen Sie mal mit. Das Problem ist, Sie haben einfach da geparkt und sind nicht frühzeitig abgehauen. Ich kann jetzt die Polizei abbestellen. Ich kann die Anzeige auch zurücknehmen. Ja, ich verstehe alles. Wie Sie gemacht haben. Ich verstehe alles. Das kostet Sie 10 Euro so unter der Hand und wir erledigen das. Sie standen, ich hab schon Fotos gemacht. Für mein Auto, meinst du? Ja, ja. Aber ich nehme das zurück. Kostet dich nicht mehr 185. Du gibst 10 Euro so und gut ist. Gut, okay. Okay? Ich bestelle ab. Gib 10er, ist gut. Gut, okay. Deine Sache ist erledigt, okay? Okay. Und nicht mehr hier parken, okay? Ja, schreib das, 10 Euro habe ich bezahlt. Nein, das ist für mich, Mensch. Das ist doch für mich. Sonst nimm zurück und bezahlst du 180, wie hier steht. Nee, ja, klar. Ich habe weggemacht. Du hast keine Probleme, Auto hast du ja weg, ne? Ich muss weiter arbeiten, mein Freund. Gut, ciao. Ich darf mal kurz auflösen. Hallo, Benneken, Rechtsanwalt. Wir haben gerade einen Test gemacht mit einem angeblichen Parkplatzdienst. Warum haben Sie ihm jetzt Geld gegeben? Weil er hat gesagt, er hat fotografiert und andere Sachen. Das ist so. Und Sie haben ihm das geglaubt? Auch, dass es jetzt vielleicht Ärger geben könnte? Ich weiß nicht. Das ist für mich scheißegal. Das. Sie haben gedacht, besser jetzt bezahlen und dann ist Ruhe? Ja, besser ist für mich. Okay. Will ich in Ruhe lassen. Gar nicht lustig, findet der nächste Autofahrer die dreiste Abzocke auf dem Parkplatz. Das ist kein Problem, dann möchte ich gerne Ihren Namen haben. Und dann wollen wir mal gucken. Weil das kann ja wohl nicht richtig sein. Ja. Dann schauen wir da mal nach. Ja. Können Sie gerne ein Foto machen oder Goran heiße ich. Ne? Das schreibe ich mir dann auf und dann werde ich mich mal darüber informieren. Weil das ist glaube ich nicht so. Das ist eine Abzocke, nennt man sowas. Welche Abzocke? Ja, Sie können doch nicht singen. Sie haben das weder abgesperrt noch richtig befriedigt. Ja, aber da ist doch ganz ja großes Befriede. Schild und vorne das, haben das wir auch Sie, alles also aufgeschrieben. Nennen, ne? Das kostet jetzt Schild, momentan 65 Euro. Sie nennen dieses Schild groß. Ja, man sieht doch, das ist doch Dings. Bevor die Situation völlig aus dem Ruder läuft, klärt Anwalt Burkhard Benneken die Situation. Die Betrüger selbst stellen sich gerne auf die Seite des Gesetzes, tun so, als wenn sie ganz gesetzestreu handeln würden und das Gesetz auf ihrer Seite hätten. Gleichzeitig geben sie vor, dass der Betrogene das Gesetz übertreten hätte. Und das wirkt bei vielen Leuten, denn viele haben vor dem Gesetz Angst und das machen sich Betrüger zunutze. Die Autofahrer kommen quasi im Sekundentakt und damit immer wieder potenzielle neue Opfer für unseren Lockvogel. Wenn Sie jetzt einfach wegfahren und einfach wegfahren, da sind die Nächsten. Die Polizei da ist schon informiert. Ja, aber gucken Sie mal, da sind die Nächsten, die sollen jetzt auch bezahlen? Jetzt haben schon Strafmandat.
von 85 Euro. Aber Entschuldigung, kommen Sie mal bitte kurz her, ich sag Ihnen mal was. Das Angebot von unserem Lockvogel interessiert die völlig zu Recht empörte Dame nicht. Sie sucht Unterstützung bei weiteren vermeintlichen Opfern. Auf jeden Fall habe ich Sie auf... Wird ein Schild hingeklebt, ja, einfach? Nicht hingeklebt. Das ist keine linke Sache. Das ist keine linke Sache. Die Polizei kommt ja. Während sich andere von der Drohung mit der Polizei einschüchtern ließen, bleibt dieses Paar konsequent. Geben Sie mir doch die Polizei. Sie kommt doch in 2 Minuten. Also. Ne? Eine gute Taktik, weiß der Anwalt. Der Tipp des Anwalts ist, immer hart bleiben, sich nicht bequatschen lassen von solchen Lockvögeln. Und hart bleiben, notfalls die Polizei kommen lassen, auf gar keinen Fall bezahlen, wenn einem etwas komisch vorkommt. Fazit unserer Tests: Erfahrene Trickbetrüger sind vor allem deshalb so erfolgreich, weil sie auf die Gutgläubigkeit ihrer Opfer setzen. Ein bisschen mehr Misstrauen schützt deshalb im Ernstfall auch ihr Portemonnaie.